Ja, willkommen bei der Swiss Traders Schlag den DAX Show. Finanzielle Freiheit mit Daytrading. Das ist jetzt eine Aufzeichnung von Mittwoch, 21.09. Vielleicht von 9 bis 10:30. Und eben der Disclaimer. Keine Anlageberatung. Ich habe jetzt in letzter Zeit eben ziemlich verloren und ich führe das auf einen Demo-Effekt hinzu, dass ich eigentlich dann unbewusst zeigen will, wie ich gut traden kann und dann die Realität nicht mehr sehe. Ja. Heute das Ziel, möglichst sichere Strecken. Ja, ich bin da noch nicht dabei, mit sehr großen Positionen zu traden. Da zum Beispiel eben die Eröffnungs... Jetzt haben wir die Eröffnungslinie. Der Roboter sollte mir jetzt da beim Low H1 ein Stop-Sell rein tun, hier oben ein Stop-Buy beziehungsweise zwei. Wir haben einen Spread von 124, das ist trotzdem recht viel. Hier die Eröffnungslinie, die Strecke von hier nach hier könnte als sicher gelten, ist aber jetzt sehr klein und wahrscheinlich nicht brauchbar. Jetzt müssen wir aufpassen. Der Roboter lässt sich hier Zeit. Jetzt sind hier unten zwei Stop-Sells gemacht worden und hier Stop-Buy. Jetzt, wenn wir hier ein höheres Hoch behalten, dann gehen wir nach oben. Jetzt leider ist da die Strecke zur Eröffnungslinie relativ klein. Also da können wir nicht mit, das können wir jetzt nicht als sicher, diese Strecke da kann jetzt nicht als sicher gelten. Ich kann da also nicht groß rein. Also das Setup ist schon mal vom Tisch. Ja, und etwas Wichtiges, das Management. Ich habe schon wieder einen kleinen Fehler gemacht. Man darf erst reingehen mit einem weiteren Kontrakt, wenn wir schon im Plus sind. Ja, ich lösche jetzt die Pendings, weil die mich stören. Das darf gilt aber eben nicht als sichere Strecke. Darf also da nicht mehr mit mehr reingehen. Stops eigentlich unter die Opening Range, wenigstens unter das PDL. Dann habe ich jetzt die ersten 5 Minuten nicht gewartet. Sollte ich eigentlich Stops eigentlich unter die Opening Range.
ja da schon einen kleinen Fehler begangen. Erstens mal mit zu viel rein und nicht die ersten 5 Minuten abgewartet. Da wichtig die erste Kerze abwarten. Ja, jetzt bekommen wir die Strecke zum PDL, die eigentlich sicher sein sollte. Aber da bitte tunlichst 5 Minuten erwarten. Die Frage, ob wir da wieder über das PDL kommen oder nicht. Stopps sollten hier unten alle aufgereiht sein. Wir müssen da eine gewisse Zone lassen, weil dieser Support nicht 1:1 ist. Jones kommt massiv runter. DXY DAX neutral, mehr oder weniger. Ja,
kommen wir hier wieder über das PDL raus. Ja, wir dürfen diese Supportzone nicht zu eng. Kommt gerne vor, dass wir da mal ein bisschen runterragen. Jetzt wieder am PDL. Ja. Und hier zurück an die Opening Line. Jones ist da schon wieder nach oben unterwegs, aber hat da auch seine Mühe an der unteren Opening Range. Kommt da wieder runter. DXY kommt auch runter. Sache ist jetzt momentan. Aber ich bevorte nie nicht den Stream. Ja, es ist wirklich für mich jetzt eine Nervensache und ich bin jetzt froh, dass ich da nicht streame, dass ich mich voll auf das Zeugs da konzentrieren kann. Wir sind da wirklich im Sandwich zwischen Support und Resistance. Hat da offensichtlich Mühe. Wir sehen da genau die gleichen Strukturen wie im DAX. Ein Abwärtstrendkanal. Und da der Kampf am PDL. Ja, da am 50er, DAX hat hier Probleme, am 50er, über den 50er zu kommen. Da ist auch der Widerstand. Ja, die Strategie könnte heißen Turn at PDL. Schauen wir, ob wir da bis zur Opening Line
aufgehe. In Trading View eigentlich positives Volumen hier. Naja, jetzt stürzt es wieder ab. Ist er also da? Ja, der Parabolic SAR hat hier schon lange Long. Da mit den EMA sind wir immer noch Short. Und wir sehen auch hier, auch im Jones, da der Deckel. Das könnte hier auch wieder ein Abwärtskanal-Deckel sein, dass wir hier dann mal glattstellen müssen. Ja, der eine, den ich hier gekauft habe, der ist immer noch nicht im Plus. Da mal ein paar ein, die schon im Plus sind. Gehen wir drüber. Wir sind immer noch mit 1,4 Long. Gibt es einen Ausbruch? Da die Frage. Hier ist der 89er, der ist auch wieder ein berühmter Widerstand. Ja, und ich habe jetzt da den Einer im Auge, den werde ich killen, sobald. Ja, der kommt jetzt aber gewaltig in den Wind. Gehen wir da bis zum VWAP. Ja, das ist jetzt ein bisschen erstaunlich, wie das anzieht. Einer gekillt. Ja, den über dem 89er, jetzt dann bald am VWAP. Da noch mit 0,4 Long. Gibt das eine Return to PDC? DXY sinkt, Dow steigt. Dow ist auch aus dem Kanal ausgebrochen. Ja, wirklich erstaunlich. Ja, was können wir haben? Return to PTC und Return die. Ah, das Gap habe ich vorher nicht eingezeichnet. Das wäre ja auch Close Gap. Hier oben. Ich kassiere da wieder rein, bin jetzt da nur noch mit 0,2 drin. Die will ich da nicht mehr verlieren. Stopp los unter den 89er. Ich habe ja eigentlich mein Morgensoll jetzt dann bald erreicht. Nur noch mit 0,1. Kann es uns immer wieder neu einstellen. Da wir sind am 89er. Ja, ich glaube 6,43 war das. Das ist das Gap. Habe ich das? Einen Moment, habe ich das? Ja, habe ich eingezeichnet. Nein, das ist sogar 12,670. Ja, das wäre hier oben. Ich habe das zum Glück hier eingezeichnet.
Ja, wichtig, die Gaps immer einzeichnen. Das Downgap, das ist erstaunlich hoch sozusagen. Es ist massiv runtergefallen. Aber hier haben wir noch die Zone, wo es hingeht. 12, 6, 25 könnte es auch hingehen. Ich kille da mal, was im Plus ist. Ist mir jetzt ungeheuer, es kommt wieder runter. Natürlich kann das da ein A, B, C werden, aber das C werde ich lieber erst traden, wenn es wieder nach oben kommt. Ich habe jetzt 65,12. Eigentlich, das ist mein Minimalziel am Morgen. Wir sind hier aber noch nicht zurück am Haupt, ja, sozusagen an der Schleichzone, die wir da hatten. Wenn wir das genau anschauen, da war so eine Schleichzone. Wir sind da, ja, unter das Vortagestief getaucht und kommen da wahrscheinlich dann wieder schön nach oben. Mal schauen, ob man da Schulter, Kopf, Schulter. Das wäre die Nackenlinie hier. Vielleicht zeige ich da die Nackenlinie ein mit einer anderen Farbe. Ja, ist jetzt genau verkehrt. Die irgendwie blau oder sowas. Vielleicht kommt es schon hier früher nach oben. Da sieht man auch wieder irgendeine Struktur. Wir müssen ständig nach Strukturen suchen. Ja, hier genau. Wir waren da Küsten, den Rewrap. Ja, ist auch bei mir genau gleich. Jetzt warten wir ab. Den Roboter stelle ich jetzt auf 10 Uhr bzw. 11 Uhr, dass wir da einen Stundenausbruch treten können. Das ist Serverzeit. Er kauft uns kurz nach 11 Uhr, macht er Stopp bei uns, Stopp Sell rein. Jetzt nicht, was das ist. Also die letzte Stunde war hier 124. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich habe gedacht, ja, das sei nichts. Aber jetzt kommt es eher weiter nach unten. Mal schauen. Oder prallt es ab? Ein Fehler. Nee, lieber raus. Das könnte jetzt da wieder raufgehen. Fehler rein. Erst nachwerfen, wenn Fehler sicher positiv ist. Jetzt.
aber der muss jetzt noch getriggert werden. Das ist ganz wichtig. Das habe ich in einem Film von Heiko Behrendt gesehen, der sagt, immer den ersten Kontakt ausstoppen lassen und nicht verbilligen. Also ich den, für mich den Fehler, das ist der 0,1er, damit ich weiß, in welche Richtung es geht. Ja, da Pyramidierung nur im Plus. Haben wir mit 1,4 Kontakten. Ich bin da aber nicht sicher, ob das jetzt wirklich über den 89er raus mag. Doch. Kassiere hier mal ein, was positiv ist. Jetzt habe ich da nur noch ein 0,5. Nachkauf erst, wenn es wieder drüber geht. Das ist alles gestattet darüber. Kein Verbilligen. Ich habe jetzt da ein paar ohne Stopploss. Jetzt habe ich keine Zeit, das nachzuziehen. Das ist ein bisschen gefährlich. Stopploss, man könnte meinen, das sei nicht notwendig, aber eben, wenn es einen Serverausfall gibt. Und bei einem Serverausfall kann die Position durch den Stopploss durchrauschen und der wird nicht ausgeführt. Wenn man keinen Stopploss hat, zahlt einem der Broker das nicht zurück. Immer Stopploss. Wir sind über VWAP. Aufgepasst. Nach Blumen ordnen.
Vorsicht, wir sind da relativ hoch. Geht's noch höher oder ist da die Wende? Ich kille mal sicherheitshalber. Hier sind wir überwiegend am EMA 200. Ist für mich schon ein bisschen Höhenluft. Ja, ich bin jetzt bei 80, 87. Ja, jetzt eben mit, wenn ich nicht streame, geht es immer gut. Ich glaube wirklich, das ist irgendein Demo-Effekt. Ich werde jetzt da mal nichts mehr machen. Kann aber sehr gut sein, dass wir noch den PDC erreichen oder sogar das Gap schließen. Ja, da sind wir genau am 600er. Aufwärtstrendlinie. Bis hier sind wir noch im Aufwärtstrend. Also momentan nicht short. Wir sehen da irgend so einen Widerstand. Ja, da sehen wir einen Keil. Vorsicht. 1, 2, 3, 4, 5. Vorsicht, Vorsicht. Das könnte eine bärische Elliott-Welle sein. Wahrscheinlich noch ein bisschen raufkommen, aber da aufgepasst. Das wäre die Ziellinie. Ja, ich passe jetzt auf, mache jetzt nichts mehr. Die Gefahr einer bärischen Wolf Wave. Die Zählung 1, 2, 3, 4, 5 ist verdächtig. Das könnte hier unten raussausen. Also solche Strukturen müsste man immer erkennen. Es kann da aber noch zu einem Überschuss kommen, Überschuss und dann runterrasseln. Also das heißt einfach jetzt aufgepasst. Nichts mehr, vor allem long, nichts mehr Großes riskieren. Ich mache mal ein Limit-Sell rein. Kann da natürlich noch nach oben kommen. Jetzt haben wir die Frage, es geht eigentlich erst richtig los, wenn wir da diese Trendlinie durchbrechen. Was da DXY macht und now. Und
diese Linie, die hier oben, die muss ich noch selbst nachziehen, weil die allenfalls nachher verschwindet. Es kann hier noch was zum Überschuss kommen. Verdächtig ist einfach dieser Triple Touch, nein, sogar Vierfach Touch, dieser Linie hier oben. Irgendwie könnte es auch ein steigendes Dreieck sein. Ich habe ja einen Stopp bei reingelegt, im Fall, dass es wirklich einen Überschuss gibt. Muss ich natürlich schauen. Dieser Lohn. Scheint da wirklich was dran zu haben, dass das da wieder runterkommt. DXY schreit in den Himmel. Das müsste sich jetzt dann irgendwann hier auswirken. Euro-Dollar sinkt in den Keller. Die Frage, ja, beim 600er halten wir, dieser Support könnte aber dann wieder durchbrochen werden. Wir haben jetzt hier einen Vierfach-Touch dieser Linie. Schon das ist verdächtig.
Das kann sich aber hier auch um eine Akkumulationszone handeln und dann weiter nach oben kommen. Kommen jetzt da langsam runter. Wir haben da einen, ja, seit hier einen Vierfach-Touch, weil sie nicht über die Trennlinie rausgekommen. Vorsicht, da sind wir wieder an der unteren Linie da mit 1, 2, ja, eigentlich erst dem dritten Touch. Wir müssen natürlich diese untere Linie queren. Dann haben wir den Ausbruch. Crossen nochmals VWAP.
Wir gehen dann nochmals an die obere Linie. Jetzt sollte dann aber die, wenn es eine Wolf Wave ist, die wäre da fertig. Wir müssen da einen kleinen Überschuss tolerieren. Ja, die Trennlinie wurde hier jetzt neu gezeichnet, auch wieder ein Keil. Ich habe jetzt da mal gehatcht. Bis jetzt wurde da nur einer ausgelöst. Die Frage, es sieht immer noch nach Keil aus. Ich weiß nicht, ob ich da raus soll und abwarten. Nee, geh raus. Jetzt bin ich wieder bei 70, 85, also 70, 95, rund 71. Und dann war das wirklich keine Wolf Wave, es geht da noch höher. Da schon ein bisschen die Höhenluft da ist. Vielleicht noch bis PDC. Geh wieder raus. Ich traue dieser Spitze nicht mehr ganz. Ja, da im großen Chart sind wir jetzt da wieder zurück. Ja, hier in dieser langen Seitwärtsphase, wir sind zurück, wir haben das Gap noch nicht geschlossen. Ich bin einfach skeptisch, es könnte da wieder runtergehen.
Da haben wir sehr lange den ganzen Morgen drin verweilt. Ja, jetzt sind wir da ja schon bald drüber, 6:21. Aber ich habe hier ein Misstrauen, das wird da sicher ein ziemlicher Widerstand sein. Jones, sehen wir auch irgendwie einen Deckel. Vielleicht einfach der Back to PDC. Und im Jones, da sehen wir auch wieder jetzt gerade einen Dreifach-Touch an dieser Aufwärtstrendlinie. Ist für mich einfach verdächtig. Da werden das PDC getoucht. Ich versuche sie nochmals mit einem Short-Feeler. Beim Jones ein Triple-Touch an einer Trennlinie, die hier. Beim DAX ein Überschuss über die Trennlinie. Hier natürlich auch wieder ein, also Triple-Touch. Beim 4.4. sind wir drüber gegangen. Über den 89er gekommen, den 1355, den 89er im M15, das ist für mich Deckel. Aber wir haben kein Short-Signal, da bin ich vielleicht ein bisschen früh drin. Parabolik beim M1, die Supply-Zone. Jetzt fallen wir wieder hier in die Zone rein, in diese obere Keillinie. Das könnte jetzt eben diese Wolf Wave sein mit Überschuss. Der Überschuss wäre hier. Aber wir müssen da wieder runtertauchen. Unter die Trendlinie.
die untere Trennlinie, die existiert hier kaum mehr. Ja, wir sind da sozusagen bei der Spitze, schon jenseits der Spitze. Ah, weiß nicht, ob ich den noch anfassen kann hier. Ah, gelingt mir nicht mehr. Haben wir hier den Keil fertig? Wir sind am Ende des Keils angelangt, schauen wir hinten, ja. Ich werfe danach. Ich bin da mit 1,6 Short, aber es reboundet wieder. Ja, beim 600er, der wird natürlich nicht leicht unterschritten. Oh, Jones ist da bei 707, auch an einem 100er. Ja, 6,11. Immer noch unklar, ob wir da den 600er unterschreiten. Sechs, elf, sechs, zehn, sechs, elf. Beim Jones 701. Oh, jetzt sind wir drunter. 9798. Ja, wir haben hier eine neue Elliott-Welle eigentlich wiedergekriegt. Das wäre die Ziellinie. Jones 700 und da in der Nähe des 89er, der wird wohl auf den 89er fallen. Ja, wir können hier vielleicht auch damit rechnen, dass wir da auf den 89er fallen. Jones macht sich unterwegs zum 89er, ist jetzt da schon im 89er Band und DAX kommt nach jetzt bei WeWeb. Da passe ich auf den Einer auf. Ja, sicherheitshalber kill ich den.
Wie weit kann natürlich immer noch Widerstand sein? Da ist nur noch 0,1er drin. Da mal ein paar rausnehmen, die im Gewinn sind. Ich hatte da noch ein paar Pendings drin. Bin ich noch mit 0,4 drin? Ja, ein massiver Rebound. Am 89er. Wieder an die Trennlinie. Was ist hier los? Dann nochmals Short, sehr strange. Gut, habe ich das hier unten gelöscht am Reweb. Ja, wir haben gerne Rebounds am Reweb, aber die sind ja meistens nicht sehr. Der Reweb, der ist nicht ein sehr langanhaltender Support oder Widerstand. Da gibt es gerne Rebounds, aber die werden dann, der Reweb wird sehr oft durchbrochen. Also der VWAP nicht als Hard Support nehmen. Wir greifen wieder den VWAP an, den 89er. Fünf. Jones, ja, jetzt schon auf 87 und wie ist der bei Axi, ist eben noch auf 705 der Jones, jetzt genau beim 89er. Kassiere da mal schon ein wenig ein. Jetzt noch mit 0,4 immer das Gependle. Der VWAP jetzt mit erstaunlichem Widerstand und natürlich der 89er. Dow ist hier unter VWAP gefallen, aber zappelt hier auch rum. Habe ich wieder einen geschortet, ein bisschen spät. Also man kann das wahrscheinlich eben nicht als sichere Strecke annehmen. Weil da der
der 89er halt immer noch als Support wirkt. Müssen da schon deutlich runterfallen. Beachte hier wieder den Einer. Ich kille hier den Einer, einfach aus Sicherheitsgründen. Nach Gewinnohren ein bisschen einkassieren. Bin ich noch mit 0,2 Short 88, 53, wieder mal die Rebounds, das ist halt beim 89er sehr oft der Fall. Wir haben hier den Kampf der Bullen und Bären immer um den 89er rum. Das habe ich eigentlich von den 89er, da habe ich irgendwas mal gesehen von Trader Tom. Aber der hat ihn dann nicht mehr gebraucht. Ja, wir könnten da auch mal zwischendurch eine Analyse machen. M15 schauen. Ja, was haben wir hier eigentlich? Sehr gefährlich, eigentlich immer noch einen Aufwärtstrend. Im M15 sieht das noch gar nicht so bärisch aus. Ist da ein Doji, der M15, ja, macht hier mal die Wende so halb. Ja, wir sind da im M1 eher so eine Schulter, Schulter, Kopf, Schulter, Schulter Formation, also eine schon Short, aber das sieht man da im M15 hier relativ schlecht. Also M15 sieht da völlig nach Aufwärtstrend aus. Ich gehe raus. Ist mir jetzt trotzdem zu unheimlich, dieser Kopf hier und diese Schulter wieder mit einem Bein rein. Aber halt hier ist dieser Kopf tiefer. Ja, mal schauen, was da passiert. Ja, ist manchmal gut, man schaut das wieder an. Also beim N15 sieht das eher nach Aufwärtstrend aus. Vielleicht das nur als Dip. Wir kommen da
schauen, wie hoch wir hier kommen. Vielleicht auch nicht mehr so hoch. Vielleicht ist es das wirklich die Schulter. Ja, wir sind da wieder an die Aufwärtstrendlinie gekommen im M1, aber das wird hier nicht gezeigt. Komisch, komisch. Dabei AxiTrader, geht da wieder raus, ist es viel auffälliger. Und bei Jones im AxiTrader sehen wir eine mustergültige S-Kreis. Eine Aktie hat, muss ich mal schauen, ob ich das zeigen kann. Ja, jetzt gehen wir allein, wir gehen weiter, wirklich weiter. Da der 15-Minuten-Kerze, die 15-Minuten-Kerze zeigt da eigentlich immer noch einen Aufwärtstrend an. Aber Jones, eine SKS und oh. Der DAX, wirklich eine schiefe SKS. Ja, der AxiTrader zieht mir hier die eine Linie. Ah, habe ich hier durchgezogen? Nein, da zieht es mir nicht automatisch. Hier noch eine Trendlinie. Hier einen Ausbruch aus dieser Trendlinie. Gefährlich, gibt es hier ein Doppeltop. Boah. Wieder Risikoverringerung. Immer noch der Verdacht einer SKS. Aber die SKS, ja, die wird wahrscheinlich jetzt auf 10:30 Uhr kommen. Ja, noch ein wenig Geduld. Vielleicht immer noch zu früh.
Wir sollen da nicht über HH1 kommen, dann mache ich hier den Stopplos hin. Über HH1. Da könnte es natürlich dann wieder eine neue Beschleunigung geben. Jetzt ist eben die Frage, bleibt das ein tieferes Hoch hier? Ja, da werde ich ausgestoppt. Wir gehen da über HH1 oder auch nicht. Ich lege den Stopp über PDC. Wir sind am HH1. Das ist ein exaktes Doppeltop bis jetzt. Ja, DAX mit perfektem Doppeltop im M15. Was macht Jones? Ja, Jones ist immer noch tiefer. Auch im M1 ein perfektes Doppeltop. Bald ein perfektes Top-Top oder es gibt sogar ein Mehrfach-Top hier oben. Ja, DAX mit neuem Hoch. Jones noch nicht am HH1. Ja, Jones kommt jetzt höher. Und DAX macht ein höheres Hoch. Jetzt an der oberen Opening Range. Ich muss da noch mal schauen, wie es im Viertelstundenchart aussieht. Ja, das Down Gap ist immer noch nicht geschlossen. Ja. Ui, jetzt werde ich ausgestoppt.
Ja, es kann gut sein, dass hier, bin ich damit gehatcht und jetzt noch mit einem Long zusätzlich, ich behalte den nochmal, den Short. Ja, wir kommen drüber. Es kann jetzt wirklich sein, dass wir da den Hier ist das Gap, das Down Gap, dass wir das da noch schließen. Muss jetzt aufpassen, ich bin da mit einem Short mit drei Long. Sind wir über der Opening Range gewesen am 13,55er. Die Cells.
Ja, wir sind da sehr nahe an einem Down-Gap-Close, aber vielleicht schaffen wir es nicht mehr. Ja, wir kommen dann in der Nähe, sind jetzt wieder unter den 50er. 6,50. Ja, mal schauen.
Bin jetzt nur noch mit zu 0,2 drin, weil es wieder reboundet. Es sollte möglichst nicht über 650 kommen. Ja, wir haben hier wieder einen Keil. Insgesamt eben fast keine Bewegung mehr. Ich würde da
wenn es über den 50er, ja, hier immer noch der Widerstand des 50ers, sehen wir auch hier. Ja, das wird jetzt ziemlich nichts, sondern bald beenden. In 15 Minuten Chart sehen wir wieder grün da. Ja, 10.40 Uhr, das wäre die Zeit für eine Wende. Ja, wir sind da schon so ein Schulterkopf-Schulterkomisches Konstrukt. Ob das wirklich runterkommt, fraglich. Ja, wir sehen da noch nichts von einem Short. Ja, wieder hier beim 50er, also über dem 50er muss ich wahrscheinlich aus. Ja, 53. Jetzt sind wir da wieder über. Mal schauen, wie lange ich da noch warten kann. Na, ja, momentan immer noch, ja, wieder typischer Keil Trendlinie. Wir schleichen dieser Trendlinie auf. Das Down Gap noch nicht geschlossen. Down Gap wäre
bei etwa bei 67 geschlossen. Ganz wenig noch. Ja, soll ich jetzt den Gelbschluss noch abwarten oder nicht? Ich weiß es nicht. Also im Viertelstundenchart da alles grün. Der Miro ist da oben.
Ich bin jetzt da nochmals Long eingestiegen. Und muss ich schauen, da sind diese drei. Wieder beim 50er, schauen wir, ob wir den 50er unterschreiten. Wir sind ja wieder am 50er, 48. Ja, 47. Das ist jetzt aber nicht sicher, ob wir jetzt da wirklich den 50er durchbrechen. So, die erste rote Viertelstundenkerze erscheint. Ja, und es scheint hier dann eine Aufwärtstrendlinie zu brechen, aber dass ich da immer noch minus 9 bin.
es immer noch immer wieder Käufe an dieser Linie. Ich achte jetzt einfach darauf, dass wir unter der 50er bleiben. Ja, Jones jetzt auch mit der ersten roten Viertelstundenkerze. Nach wie vor wieder keine Bewegung, immer knapp unter 50. Ja, ich glaube, das ist die Make-or-Break-Grenze. Bleiben wir hier unter 50, geht's runter. Gehen wir drüber, geht's rauf. Oh Mist. Fehler. Da hat jetzt noch ein Bein drin, der mir... Ah, ich hab's gedacht. Scheiße. Der mir da massiv reinspielte. Jetzt bin ich mit 2,3 short und muss mal die Zweier dann, nein, ja, die beiden Einer überprüfen. Pendeln da immer noch ums PDC rum. Ja, das war jetzt ein Fehler, dass ich diesen einen Long sehr lange nicht mehr gesehen habe. Das ist die Gefahr. Ich weiß gar nicht, warum ich den reingenommen habe. Das ist die Gefahr beim Hedgen, dass man da was Falsches nimmt.
Ja, wir pendeln da wieder hin und her, wieder an den 50er. Ein Klavierchart. Die 11 Uhr Kerze ein Doji. Jetzt sind wir wieder beim 50er. Dao taucht jetzt. Die Stundenkerze des Daos habe ich hier nicht dargelegt, die wird rot. Was ist da mein der DAX-Stundenkerze? Die ist immer noch ein Doji. Ja, Dao fällt jetzt ziemlich runter. Und jetzt kommt DAX auch nach. Dao ist jetzt wieder im 89er. Ja, jetzt brauchte ich wieder die Einer. Schon einen gelöscht, einfach aus Sicherheitsgründen.
wir sind jetzt da etwa beim 89er beim DAX. Beim Jones sind wir da auch beim 900, wirklich in diesem Kanal drin. Jetzt wäre das Risiko, jetzt bin ich nur noch mit 0,2 schon. Wieder Support. USD steigt wieder. Ja, Jones geht wieder runter. Mal schauen, ob wir da wirklich noch einen Rückfall haben. Unter den 89er. Ja, der Jones ist jetzt schon unter den 89er.
So, jetzt kommen wir wahrscheinlich unter den 89er. Jones ist schon drunter. 7,16, aber bei 700, bei 30.700 wahrscheinlich noch ein Support. Da gar nicht nach unten. Pendeln am 89er. Langsam beenden, es ist langsam langweilig. ADX ist auf 18. Wir haben hier aber schon eine Weile einen Abwärtstrend, einen sehr, sehr leichten allerdings. Ja, wenn wir das global anschauen, wie kommen wir hier wieder zurück auf diese lange, lange Seitwärtsphase, die wir am Morgen hatten. Dass wir da sehr lange keine Bewegung mehr sehen und ich möchte jetzt dann bald rausgehen und schauen, ob da noch kurz Bewegung kommt. Es kann sein, dass die Bewegung erst so gegen 11:30 kommt.
Ja, jetzt sind wir wieder am 89er, wir durchbrechen den 89er, jetzt kommt's. Wieder ein Abpraller. Ist zu lange ohne Bewegung. Ich gehe jetzt raus. So, ja, ich habe jetzt 84, 27 ist ausreichend. Was wir jetzt haben, kann eben immer noch ein Aufwärtstrend sein. Ja, da im M15 sieht es fast so aus. Und das könnte noch bis Mittag raufgehen. Ich muss jetzt gehen und werde diesen Film gerade raufladen. Wir haben jetzt 11:18 Uhr am Mittwoch, 21.09. Gut, dann tschüss bei Swiss Trail.